Hallo YouTube-Freunde, herzlich willkommen beim Eisenmann. Das heisst, eigentlich ist es ja XCOM, aber ich spiele noch im Iron Man Modus und während er wie ein Eisenmann aussieht, ist er wahrscheinlich noch ein Rekrut oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall warten wir auf das nächste Ereignis, das kommt in 2 Tagen und dann haben wir ja schon in 15 Tagen wieder den Ratsbericht zum Stutz zu kommen. Sehr gut, das werden wir brauchen. Ich werde eigentlich auch Rekruten brauchen. Kann ich eigentlich noch keine Satelliten starten? Mal? Wieso habe ich denn das noch nicht gemacht? Und jetzt echt, aber jetzt wirklich schnell. Wo kann ich das an? Nein, warte, ich will nicht keine Jagd. Nein, eins zu viel. In der Technikabteil, Einrichtung bauen. Da, den Satelliten-Nexus habe ich ja schon längstens. Wieso habe ich denn noch keine Satelliten gestartet? In Mexiko wäre gut gewesen. Wir starten einen in Japan. Ja. Dann starten wir einen in Nigeria. Ja. Und dann starten wir einen in... Wir haben doch noch... Wie viel? Noch 3 und ich kann noch. Ja, also dann starten wir einen in Russland. Los! Dann bräuchten wir eigentlich noch Frankreich. Aber... Etwas anderes wäre vielleicht auch noch gut. Was denn? Eigentlich nichts. Mal Ägypten. Weil... Da haben wir Bonus All In. Und? Immerhin haben wir ein paar erfahrene Leute unter uns. Man braucht Mumm, um sich so einem Ding zu stellen. Genau, kommt, wir machen das. Ist egal. Da geht's, erhöht sich um 30%. Das gehört mir doch gern. Und jetzt habe ich doch noch einen. Der könnte ja noch. Frankreich oder China? Eigentlich ist es ja klar, dass ich Frankreich dran nehmen will. Ich bin Europäer. Wunderbar! Also, jetzt haben wir noch für einen Satellit Platz und den müssten wir uns noch schnell bauen, bevor China zu Grund geht. Also bauen wir den uns jetzt auch noch gerade schnell. Komm. Wo sind die gewesen? Da, Satellit für 55 Stutz machen. Hopp, gib Gas. Dankeschön. Und jetzt schauen wir, wie es weiterläuft. Schauen wir mal da. Satellit in Betrieb, überall. Jawohl. Aber zuerst kommt die Emp. Kanone. Und die gibt ein paar neue coole Sachen, dankeschön, vor allem für mein Flugzeug und für den Schiff, aber den Schiff habe ich eh nicht. Was machen wir jetzt? Erzengelrüstung wäre natürlich geil, aber wie ist es mit dem schweren Plasmawerfer? Der wäre eben eigentlich auch geil, komm mach den. Das geht ja nur eine Woche und innerhalb von einer Woche kann nicht so viel passieren, außer mir spielt XCOM. Ja, was ist es? Ein Entführer. Ja, komm, easy, da schicken wir den Sky Ranger los. Wir brauchen unbedingt den Pulsbogen. Wer hat denn da? Du. Sehr gut. Also, du musst unbedingt das gelbe Teil dann einfahren. Einfach, dass es weiß. Major Guseva oder Majorin. Ja, egal. Okay, haben wir denn irgendwie für dich noch etwas zum Ausrüsten? Sieht nicht so aus, aber wollte ich die überhaupt mitnehmen? Ja komm, ich nehme die. Ich glaube das letzte Mal so recht gut gefahren. 2 schwere... ich habe ja keine Unterstützer mehr, oder? Also, oder? Du bist mit dem unterwegs. Burns, komm, warte, ich wollte mal schnell schauen, ob es wirklich nicht etwas anderes noch gibt. Sturmsturm, schwer und Scharfschütz, aber schwer haben wir doch schon. Scharfschütz haben wir auch schon einen. Sturm, schwer. Wo sind denn all meine Unterstützer? Ich werde da überhaupt nicht unterstützt. Ja, no. Also, komm, starten wir den Einsatz. Egal, kommt schon gut. Aber wie es sich so gehört vor einem Flug, nehmen wir noch einen Schluck aus dieser frischen Quelle. Strike One, bereit machen zur Landung. Mhm. Das ist auch gerade im nächsten Ziel, Vereinigtes Königreich. Und wir sind wieder mal. Berichten. Die Queen, ja, dünn besiedeltem Gebiet gelandet, bla. Irgendwo auf dieser Insel landen wir und holen uns. Hier spricht Big Sky, sind in Position nahe der feindlichen Landezone. Strike One wartet auf Befehl zum Vorrücken. Verstanden, Big Sky. Das war eine Landung, kein Absturz. Rechnen Sie mit erbittertem Widerstand. Aha, also gut.
machen wir. Da geht es zum Glück nicht mehr weiter, aber da wird es noch tannenweise weiter hinterher gehen. Ja, schau mal das an. Da, bis in diese Ecken rein geht das Spielfeld. Mensch. Kann ich jetzt da nicht einfach zu dir zurück? Komm, ich nehme einfach den nächsten an. Das geht nicht zum Beispiel. Und dann kommt die Kamera da schon retour. Genau, super. Also, Skynet, du wärst sicher froh um eine erhöhte Position. Das wird aber, glaube ich, noch schwierig, außer du stellst dich da hinter den Baum. Könntest du eigentlich. Komm, mach das mal. Wir sehen nämlich, dass dort hinten nichts kommt. Das bedeutet, du sagst schon mal da rein. Und mit dir, genau die habe ich jetzt auch wollen. Ich denke, manchmal macht das Spiel wirklich das, was ich will oder das, was ich denke, dass es sollte. Das ist ja cool. Kann ich mit dir bis da führen? Ja, also komm, dann kommst du da bis da führen und dann schicken wir unsere Stürmer Richtung Goal, weil wir meinen, gewinnen. Also, das heisst eigentlich, wollte ich ja fehlen in dem Game. Ich will nicht zu weit führen. Komm bis da lang. Also wette ich, nein, ich tue ganz sicher fehlen, weil das ist ja das LP, das dazu führt, dass es XCOM 2 gibt. Hast du noch nie gesehen, hat es noch nie gegeben, wird es auch nie mehr geben, weil es ist das Einzige, das so funktioniert. So, also jetzt locker. Wo eine kommst du? Nie, super. Wo eine kommst du? Da eine? Also kommen wir da eine. Ja, das war aber nicht gerade sehr, sehr gut oder nicht sehr effizient. Ja, da würde ich eigentlich gerne einen, aber könnte ich schon mal da einen spurten. Dort ist das UFO, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Gehen wir zuerst noch hier runter, bevor wir noch etwas aufdecken. Gut, also dann kannst du... Eigentlich könntest du schon bis hierher kommen. Ich habe einfach ein bisschen Angst, dass dann wieder zu viel los ist. Was machen wir mit dir? Können wir hier wirklich hinterher schauen, ob es hier hinten etwas hat? Oder gehen wir Richtung den Hogerruhe? Wir schicken zuerst mal dich. Komm. Du kannst ja. Mal bis hierher. Das ist okay, Edith. Schauen wir nämlich. Dort hinten hat es nichts. Sehr gut, sehr gut. Dann kannst du nämlich Skynet wirklich da reinkommen und dann nachher dort rauf. Und mit dir komme ich in dem Fall in die Richtung, wobei du musst da schon in Position. Aha, da haben wir noch jemanden. Also gut, da kommst du auch noch da vorne, komm. Weil du hast ja den Pulsbogen, du musst dann jemanden betäuben. Und ich weiß aber schon wer. Wo? Da hinten kommen sie. Oh. Ich glaube, wir sind hier nicht allein. Das ist aber nicht gut. Wieso kommen die denn von dort hinten? Warte, gehen wir jetzt zuerst den Skynet da. Ich werde jetzt den da aufschicken. Wo schicken wir dich da auf? Es geht los. Aha, von da hin kommen sie. Yes. Sack. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wie weit kommst du? Ah, mit Sturm und Schuss kommst du aber nicht weit. Das heisst, ich brauche da einen noch einen. So einen. Au, oh, aber ich komme gar nicht so weit. Okay. Ja, aber die braucht dich da. Ausser, wir schicken da jetzt gerade mal schnell eine Rakete rein. Das wäre natürlich auch etwas. Aber so weit kommst du natürlich gar nicht mit dieser Rakete. Ah, seich. Also gut. Du musst. Hier eine spurten. Geht nichts anderes. Spurt los. Bin ich mit dem Skynet, bin ich mit dem gespurtet? Oh, sieht so aus. Scheibe, habe ich eigentlich nicht wollen. Das ist nicht gut. Dann muss ich mit dir hier eine und Feldposten machen. Wobei ich sehe dich zu 56 und da zu 1%. Nein, ich sehe dich sicher zu mehr. 71. Aber du wirst eh dich noch müssen bewegen. Komm, mach Feldposten, das ist okay. Und du könntest da einen, jawohl. Du könntest von da her. Ah, du hast ja noch so einen Scanner, sehe ich gerade.
nicht zu viel aufdecken auf einmal. Das bedeutet, wir müssen hier rüberkommen. All zusammen. Also du könntest eigentlich hier wieder unten durch, dann hier von hinten angreifen. Das fände ich noch lustig. Also kannst du hier reinkommen. Und dich setze ich. Du wirst den eben eh nicht sehen. Ich muss da hier führen müssen, weil der Spurt ist eben gerade. Wenn ich da rein gehe. Dann kommt gang mal da rein. Das ist okay. Und dann kannst du hier nämlich Feldposten machen. Und du könntest so oder so Feldposten machen dort hinten. Du wirst zwar eh nichts sehen. Aber vielleicht sieht ja jemand anderes etwas. Zum Beispiel er hier. Loco! Wie schiessest du von da? Willst du mich jetzt verarschen? Nein, du hast ja so Granaten! Very bad! Und sogar noch ein kritischer auf der Skynet von so einem Tröndli! Was? Verwende Medikit zum Stabilisieren! Ja, kein Medikit dabei! Oh, jetzt bin ich hassig! Jetzt kannst du etwas erleben! Mann, ich mach grad schnell Feuer. Hey. Oh, leck mir, hey. Echt. Kill bestätigt. Schöne Mist, hey. Das ist ja jetzt echt zum Kotzen gewesen, hey. Echt. Mach mal da Gefechtskenner. Wie kommst du? Ach, und seht, ja. Ah, Seiche, ich reg mich wieder nur auf, ey. Echt. Wieso zeigt er mir jetzt dort nichts an, weil es dort nichts hat? Hast du das Medikit dabei? Das wäre noch cool. Aber nein, natürlich nicht. Schiess einen ab da. Egal welchen. Der. Weg mit dem. Ja, schieß doch den Baum ab! Also du musst einen abschiessen. Das wird aber wieder mal nicht möglich. Außer total sehe ich die vielleicht. Komm. Jawohl. 55? Ja, also um einen. Scheiß Drohne! Echt! Du bleibst da, ja, und brauche ich die jetzt noch? Ja, hast du das Medikit dabei? Ja, wäre noch cool, aber nein, ich habe irgendwie nicht daran gedacht. Ich habe gar keinen Unterstützer. Gut, ich hätte das Medikit auch jemand anderem geben können. Aber nein, ist natürlich irgendwie wieder nicht so rausgekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Kann stabilisiert oder wiederbelebt werden? Ja, ja, leider sind all meine Leute, die das könnten, in der vorletzten Folge oder so gestorben. Mal drüber. Ach, Wasser! Ja, ja, jetzt verschwindest du, hast Angst. Du kleines Teil, du. Ja, jetzt kommen natürlich noch andere. Schon klar gewesen. Ja, weißt du was, ich... Mach schnell ein bisschen Musik. Ja, nein, mach ich nicht. Okay. Du kannst schiessen. Schiess aber bitte Raketen, weil... Was ihr könnt, kann ich schon lang. Ich mache es einfach immer viel zu spät. So, Deckung ist überall weg. Und jetzt verschwinden die, oder was läuft? Ich wollte sagen, ihr könnt nicht einfach so verschwinden. Das wäre jetzt also gerade ein bisschen Schock gewesen. Du hast die Kanone, du siehst auch eine. Also siehst du nur eine. Hm. Gibt es denn noch eine bessere Position? Bin ich da geschützt? Bin ich dich von dort? Ja, kannst du da rüber und mir da... nicht wenn ich dich runterknalle vorher. Okay, geh da rüber. Fällt sogar auf all drei. Was? 100%? Was ist denn 100%?
Deckung und Schuss. Oder Ausräucher wäre wahrscheinlich 100%. Aber ich wollte dich nicht ausräuchern, ich wollte dich niedermetzeln. So, schau. Ziel steht noch. Hey, also besser kann ich dich auf dem, nicht auf einem Serviertablett servieren. Das gibt's doch gar nicht. Oh, 59, 35, 59. Ah, weißt du was? Nein, das ist alles schlecht. Kann ich mich da hinten verstecken? Nein, nein. Kann ich mich da verstecken? Ja, bringt mir das etwas? Nein. Ah, aber du könntest ja nochmal Raketen schiessen. Hast du auch eine Splittergranate? Nein, natürlich nicht. Wieso hast du eigentlich keine Splittergranate? Was hast denn du dabei? Soldateninfo, was hast denn du dabei? Schnellfeuer schließen, ich sehe es gar nicht. Du hast auf jeden Fall keine Splittergranate dabei. Klar könnte ich jetzt hier führen und einen wegpusten, aber da habe ich immer noch zwei gegen mich. Weil du sie nicht getroffen hast. Nem, da bin ich nie in Deckung. Aber ich muss doch etwas können machen. Du bist einfach zu weit weg. Wenn ich hier hinstehe, dann stehst du nachher hier über. Gut, ich kannst nichts machen. Hier gehst du auch runter. Komm, du gehst führen. Und jetzt wäre Splittergranate geil und matt, aber 87. Was? 23. Ah, da oben hat es noch einen Drohne. Nein. Und ich sehe nur den. Sicher nicht. Komm, fahr ab. Gang heim und sag deiner Mami Hallo. Okay, da haben wir noch mal einen. Der andere kommt da rüber. Jetzt bist du da irgendwie immer noch am Arsch von der Welt. Wobei, da hinten hat es noch Leute. Da hinten hat es noch Leute. Ich weiß es. Ich weiß es. Da bin ich eigentlich relativ safe für den da hinten. Also komm, was machen wir? Wobei, dort habe ich ja jetzt den Gefechtskenner drin. Also, dort wird das da alles laufen. Gut, Skynet müssen wir aufgeben. Mega schade. Er war ein guter Mann. Bär dumm und traurig. Aber erst in der übernächsten Folge dann. Was machst du dort? Natürlich triffst du. Ja, ja, der Gundam verblüht. I know. Auf wer kannst du schiessen?